Markus Pink, Kapitän, jetzt aktuell Ex-Kapitän. So schnell kann es gehen. Gestern noch in der Zeitung gestanden, ein bisschen angeschlagen, und heute ist schon offiziell, dass Markus Pink nicht mehr bei der Austria Klagenfurt ist. So schnell ist Fußball, oder? Ja, am Ende des Tages ist so schnell der Fußball. War aber dann schon, also es hat schon noch eine Spur länger gedauert, aber ich glaube, dass es jeder, der was mich kennt, den Schritt versteht und mir vergönnt, ja. Jetzt hat man als letztes Spiel gesehen, Austria Klagenfurt gegen Salzburg. Du warst an der Seitenlinie trotzdem mit dabei. Wie hast du dieses Spiel, diese 90 Minuten, 97 Minuten mitverfolgt? Wie hast du es gesehen von der Seitenlinie? Ja, wenn ich jetzt dann ehrlich bin, war das ein Spiel, wo ich tatsächlich das erste Mal, wo ich nicht am Platz war, trotzdem sehr wenig gesehen habe, weil heute ja, der Ablauf ein bisschen anders war als gewohnt. Ich habe da ein, zwei Szenen gesehen, kann mich aber da ehrlicherweise nicht dazu äußern, weil sich das dann relativ rasch rumgesprochen hat. Jetzt dann wagt man einen Schritt ins Ausland, eigentlich normalerweise, vor allem wenn es nach China geht, ja, das macht man am Ende der Karriere. Bist du schon am Ende deiner Karriere oder warum dieser Schritt da so weit weg von deiner Heimat? Wie lange ich noch zum Spielen habe, da würde ich mir ein bisschen leichter tun, wenn man einer sagen könnte, okay, du spielst, keine Ahnung, 5 Jahre noch. Trotzdem ist es aber so, dass sich im Fußball oft Sachen auftun, ja, die was man nicht wirklich am Plan hat. Und ja, da hat sich das jetzt dann ergeben, habe das wahrgenommen, bin auch froh, dass es alles dann am Ende des Tages geklappt hat. Ich glaube, dass trotzdem das im Großen und Ganzen ja, jeder versteht. Wird man Markus Pink irgendwann wieder in Weidmannsdorf sehen? Ich gehe davon aus, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bestimmt, weil es ist ja schon so, dass ich noch ja, meine Eltern da habe, und ja, wenn die Zeit dafür reif ist, dann wird man mich in Weidmannsdorf oder in Klagenfurt wieder sehen.